Hallo zusammen und heute gibt es mal endlich wieder eine Manga-Review nach ewig und drei Tagen. Und wenn ihr für zukünftige Reviews irgendwelche Wünsche habt, schreibt es doch gerne in die Kommentare, bin ich sehr gespannt darauf. Heute geht es um Mein Kampf. Das Ganze ist auch die gleichnamige Manga-Umsetzung im Prinzip des Buches von Adolf Hitler. Und als ich das erste Mal gehört hatte, war ich wirklich enorm erstaunt und saß wirklich so vor dem Bildschirm mit was? Aber wenn man sich das dann noch mal genauer überlegt, vor allem in dem Kontext, in dem das ja veröffentlicht wurde, nämlich als Kinder-Manga, das ist nämlich in einer Reihe entstanden, in der halt Mangas mit ernsteren Themen, schwierigeren Themen als Manga umgesetzt werden, damit Kinder und Jugendliche halt diese Themen im Prinzip auch aufgreifen können, sich damit beschäftigen können, aber halt in einer einfacheren Form. Unter anderem ist in derselben Reihe auch zum Beispiel sowas wie Karl Marx, Das Kapital gekommen. Und ich persönlich muss sagen, ich finde das eigentlich doch relativ sinnvoll, solche schwierigeren Themen als Manga zum Beispiel für Kinder und Jugendliche umzusetzen, damit das im Prinzip zum Verständnis beiträgt, weil ich meine, man kann von Kindern doch nicht erwarten, dass sie irgendwelche 200 Seiten Bücher lesen. Also vom Prinzip her finde ich die Idee sehr, sehr nett und gut gemacht. Leider gibt es das in dem Stile in Deutschland nicht ganz so häufig, was ich wirklich ein bisschen hinterher, sage ich mal, finde. Und da ist Japan doch zum Beispiel mal einen großen Schritt voraus, was diese Rüberbringen von diesen Lernmitteln, von aktuellen Themen oder historisch bedeutsamen Themen ist. Also zum Beispiel, wenn ich mich noch richtig entsinne, glaube ich, gibt es auch Macbeth als Anime, als Manga natürlich, in derselben Reihe. Und wieso nicht? Ich finde das gut. Aber jetzt zum eigentlichen Mein Kampf. Ich persönlich bin ja auch jemand, der sagt, man sollte auch mal in andere Sachen reingucken, um sich weiterzubilden. Und ich finde, es gehört auch dazu, zum Beispiel zu sagen, hey, man kann auch mal Mein Kampf lesen. Und deswegen bin ich persönlich auch sehr, sehr gespannt auf diese wissenschaftlich kommentierte Fassung, die wahrscheinlich nächstes Jahr rauskommen wird als ein richtiges Buch. Und ich habe mir dann gedacht, ja, der Manga wird natürlich nicht so anspruchsvoll sein, das ist schon klar, aber trotz alledem ein paar Themen aus Hitlers Leben behandeln. Hat es dann auch gemacht, zum Beispiel den Druck von seinem Vater, dann, dass er Maler werden wollte, dann aber ziemlich gescheitert ist und im Prinzip von anderen Leuten am Tiefpunkt seines Lebens beeinflusst wurde und dieses Beeinflusste dann im Prinzip weitergetragen hat an alle anderen Menschen, die ihm dazugehört haben. Ich finde das in keiner Weise gut, was da passiert ist. Trotz alledem muss ich sagen, ist es gut gemacht als Manga. Es wird wirklich ziemlich schnell klar, auch durch den Manga, wenn man jetzt auch wirklich gar keine Ahnung hätte, wer Adolf Hitler war, wird ziemlich schnell klar, dass der Dude ziemlich crazy ist. Trotz alledem hat er auch immer noch so dieses gewisse Menschliche in sich und das wird auch im Manga gezeigt. Natürlich ist er wirklich enorm selbstverliebt am Ende auch. Davon merkt man jetzt nicht wirklich was, aber die Überzeugung vom Charakter Adolf Hitler steigt von Kapitel zu Kapitel und im Prinzip, es sind auch wirklich nur 4 Kapitel, was ungefähr 130 Seiten oder sowas sind. Und ich denke, wer denn lesen kann, der wird das schon finden. Es gibt, glaube ich, Schwereres als diesen Manga zu finden. Ihn gibt es aber nicht auf Deutsch. Ihn gibt es theoretisch auch nicht auf Englisch, aber es gibt ja sowas wie Fanübersetzungen. Also dadurch habe ich den dann doch lesen können. Und ansonsten zu meinem Kampf. Die Story, weiß ich nicht, ob die wirklich so umgesetzt wurde, weil ich das Buch natürlich nicht gelesen habe, weil es in Deutschland verboten ist.
Deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen. Natürlich denke ich mal, dass auch einige Sachen, die da umgesetzt wurden, relativ, naja, vielleicht zu seinen Gunsten umgesetzt wurden. Also nicht von den Manga-Schreibern, sondern von ihm selber, weil er Mein Kampf ja geschrieben hat. Deswegen weiß ich auch nicht, ob alles, was da jetzt drin ist, wirklich wahr ist. Aber ich finde es gut, wenn man sagt, man will sich mit dem Thema beschäftigen, dass man sagt, man kann auch mal einfach einsteigen und genau für sowas ist eigentlich Mein Kampf der Manga da. Die Story an sich, mein Gott, jeder kennt sie. Und ja, von Hitler kann man halten, was man will. Er war einfach grausam, fertig aus. Aber ich finde diese Idee, wie gesagt, einfach ganz nett. Ich werde wahrscheinlich auch in das Kapital von Karl Marx sogar reinschauen und den wahrscheinlich auch mal reviewen, aber da wird noch mal eine Zeit vergehen. Ich hätte euch jetzt auch gerne Bilder gezeigt, aber das Problem ist einfach, dass da sehr viele auch, naja, verfassungsfeindliche Symbole drin sind. Hakenkreuze sind drin, der Hitlergruß ist drin. Ja, ist halt alles nicht verboten in Japan. Deswegen können die das auch in den Manga zeichnen. So viel dazu. Habt ihr schon mal von Mein Kampf Manga-Version gehört? Wenn ja, wie fandet ihr ihn? Findet ihr das gut als Sache, dass man sagt, man macht solche ernsteren Themen auch für Kiddies und Jugendliche, damit sie es leichter verstehen können, die halt im Endeffekt davor noch gar keine Berührungspunkte mit solchen Sachen hatten? Oder findet ihr es gar nicht gut, dass man sagt, man macht sowas? Wie gesagt, ich finde die Grundidee wirklich super, dass man sagt, man macht diese ernsten Themen in Manga-Formen. Es ist einfach fraglich, ob jetzt Mein Kampf das gewesen ist, was man da wirklich hätte machen müssen als Manga, aber ich finde, es funktioniert so ganz gut. Über den Inhalt brauchen wir wirklich gar nicht streiten, der ist nicht gut. Und ansonsten, wie immer, gilt natürlich alles hier Gesagte ist und bleibt meine Meinung. Wenn euch die nicht gefällt, dann macht doch ganz einfach eine eigene. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, euer City Bloop. Macht einen schönen Tag, schöne Nacht, was auch immer. Ciao.